Kuchen, ihr Lieben. Schaut mal, ich habe sie fertig. Wartet, ich nehme euch mal noch ein Stück mit hoch, dass ihr das mal im Ganzen seht. So, jetzt ist es ganz drauf. Die drei schnuckeligen Faultiere mit den Schmetterlingen und dem Tukan. So, jetzt stelle ich euch hier ab. So, es wackelt und hat Luft. Ist es nicht schön? Es ist so, so schön. Ich liebe das Bild. Meine Tochter wird es ebenfalls lieben. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Weil sie es ja schon gesehen hatte, als ich es bestellt habe, vor längerer Zeit. Unboxing, Kitting Up, mache ich euch alles in die Videobeschreibung, falls ihr da nochmal schaut und das noch nicht gesehen habt oder nochmal schauen wollt. Ja, was soll ich sagen, ne? Das Diamond Art Club, das Lost Puzzle von Gina Jane. Absolute Begeisterung. Ich überlege jetzt gerade, wie lange ich gebraucht habe. Also, wir haben jetzt gerade früh am Morgen und ich habe das gestern beendet. Ach ja, was war denn gestern? Ich wollte es mir extra noch aufschreiben und jetzt ist es mir entfallen. Ich habe insgesamt 27 Tage gebraucht. Ja, einige sind bestimmt schneller, aber ja, Samstag kann ich nicht beenden. Das sind meine Große zu Hause. Also Samstagabend und Sonntag den Tag. Aber am Wochenende beende ich eher am Tag recht wenig, sondern immer noch abends. Aber das ist egal, ich habe es geschafft und ich freue mich und ich habe es in der Zeit geschafft, in der meine Tochter eigentlich wieder zu Hause wäre, aber es wird jetzt verlängert. Und deswegen habe ich jetzt auch noch genügend Zeit, einen Bilderrahmen zu holen. Ich habe mich tatsächlich für einen Bilderrahmen entschieden und der ist zwar hellgrün, der Rahmen. Damit da auch weiterhin schön Farbe in ihr Zimmer kommt, habe ich gedacht, das Hellgrün, das passt ganz gut zu dem Bild. Also ich hoffe, dass es so ein Hellgrün ist, ungefähr in dieser Farbe. Und sieht zumindest so hell aus. Es gab ja noch ein dunkleres, von daher denke ich, dass es das ungefähr ist. Aber wir werden es sehen. Was soll ich sagen? Klebkraft top, Steine top. Ausreichend Steine von jeder Farbe. Ich hatte 49 Farben und zwei von AB-Farben. Ich hatte einmal, warte, ich kann natürlich alles noch da. Zeige ich erstmal die Müllsteine. Ich muss so mal gucken. Also, das waren halt so, die so ein bisschen ausgehöhlt sind, ne? Kennt ihr ja. Oder mal ein bisschen mit Loch. Aber selbst die mit Loch, wenn die an der Seite waren, habe ich die benutzt. Die habe ich nicht aussortiert. Wir hatten einmal diesen blau-lila Ton. Ich finde, die Kamera ist so doof, dass es genau. Ja, so ein blau-lila Tonschimmer. Entschuldigt. Den haben wir hier im Schmetterling, den haben wir hier im Tukan. Wir haben tatsächlich aber auch immer mal ein vereinzelt. Ne? Hier ist ein vereinzelter. Den haben wir hier oben im Auge zwei. Hier haben wir ein paar. Hier sind noch ein paar, fünf Stück zum Beispiel. Also auch recht. Hier sind noch ein paar. Überhaupt hier im Tukan sind ganz viele. In dem anderen nicht. Ja, das ist gut verteilt. Und der zweite AB, das ist das Weiß. Ganz normales Weiß, ne? Und das finde ich total niedlich gesetzt. Die sind hier überall in der Stirn. Total toll. Nee, da haben wir sie nicht. Aber hier ist nochmal blau an der Seite. Hier haben wir noch in dem Blatt. Im Schmetterling sind noch welche. Entschuldigung, die Augen auf. Ja, die Augen hier auch. So, und eigentlich wollte ich euch die Farbe zeigen, die ich total toll finde. Und jetzt habe ich vergessen, welche Nummer das war. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Also wir haben hier wirklich noch reichlich Farben. Von jeder Farbe ist hier noch genügend da. Ja, das Gelb finde ich total toll. Das ist echt klasse. Das ist ein richtig schönes, giftiges Gelb. Das ist die 307. Warte mal, ich suche mal. Vielleicht habe ich ja Glück.
finde das Kleid. Hier. Die 3811. So eine schöne, hell, pastellisch-grüne Farbe. So. Mintgrün vielleicht sogar. Die war toll. Die finde ich ja auch immer toll. Das sind 947. Das ist kein Rot und kein Orange. Das ist echt so eine total coole Mischung. Hier haben wir 3846. Die finde ich auch toll. Aber ich... Naja, die Grüntöne, diese hellen, die sind natürlich total schön. Ich hatte, aber das habt ihr, wer es geguckt hat, im Kitting abgesehen. Steine, die waren recht geladen und da kommt halt das Trocknetuch rein und dann ist gut. Aber da habe ich euch da ja schon alles erklärt. Ne, ich kann euch jetzt, ich hatte noch so eine schöne Farbe, die ich euch zeigen wollte, aber... Ach, schade. Na, egal. Das nächste Mal muss ich mir das unbedingt gleich hinlegen. Naja, egal. So. Ich habe ganz dolle fleißig gepaintet. Und zwar beim Leuchti. Der hat super Arbeit geleistet. Auch bei den AB-Steinen. Ich habe keinen anderen genommen, außerdem hatte hier den Schmetterling von Diamond Art Club und habe natürlich wieder ganz normal Lineal rundherum gelegt. Nach dem Lineal habe ich mir dann solche Tapes dran gemacht und zwar das hier. Das habe ich schon meine Tochter gerade abgezogen, wo es in der Schule ist. Habe aber gesagt, das liegen lassen. Hatte mich ja für den Wachs entschieden, Limetten Sorbet. Ich weiß gar nicht, das gesagt. Ich habe das genommen, weil es erstes Mal so erfrischend riecht. So erfrischend nach Sommer und irgendwie dachte ich, das passt. Und dann ist es ja auch noch grün und passt ja nun perfekt wieder hin. Ne? So. Zu den Blättern. Deswegen hatte ich mich dafür entschieden. Ja, und der Schmetterling ist natürlich gewesen, weil ja Schmetterlinge sind. Ne? Und das Gelb, weil es halt genauso farbenfroh ist. Viel Gelb drin. Ihr wisst ja, ich sortiere mir das immer zu. Genutzt habe ich ganz viele Schiffchen diesmal wieder. An der Zahl waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe hier die halben Schiffchen. Entschuldigt. Mein Stefan Flieger Schiffchen und noch zwei solche. Ab und an dienten mir auch die zwei noch, wenn mal ein bisschen kleine Farbe oder Steine von wenig Farbe war, aber so ein bisschen verteilt war in dem Stück, was ich gepaintet habe. Ich habe ja wieder ganz verrückt gepaintet, aber das wisst ihr ja, ich hatte erst... Ich war wirklich... habe mir wirklich Mühe gegeben. Erst hier unten und hier unten gepaintet. Wollte wirklich nach Felder gehen. Ich habe es aufgegeben. Ich habe dann wirklich aufgegeben. Dann die Schmetterlinge und die Toucans gemacht, die Baumstämme, die hellen Blätter, die dunklen Blätter. Dann habe ich Stück für Stück die Faultiere gemacht und war damit echt wieder glücklicher, als dass ich Felder gemacht hätte. Ja, aber ich komme damit besser zurecht. Ich habe mir jetzt ein Bild zugelegt, dass der Hohl des Unboxing, das kommt noch, je nachdem wie es betitelt, das weiß ich noch nicht, mit 100 Farben. Puh, da kann ich nicht so hinten, wie ich es kenne, so wie hier jetzt, ja, da muss ich dann so wie beim Adventskalender painten, Feld für Feld, aber ich wollte unbedingt dieses Bild haben, deswegen, aber hier konnte ich wieder so painten, wie ich es am liebsten mag und das hat mich, das entspannt mich dann, ne? Wenn ich dann sehe, ja, ich painte jetzt diesen Schmetterling und ich weiß ganz genau, wenn ich fertig bin mit diesem Schmetterling, habe ich diesen Schmetterling und sehe diesen Schmetterling. Und habe halt nicht nur so ein Viereck. Deswegen bin ich da eigentlich schon echt zufriedener und glücklicher. Ja, das muss ich mal so sagen. Noch was zu sagen? Habe ich was vergessen? Wenn ich was vergessen habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten sind wir durch. Wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Hat mega Spaß gemacht, diese Farbenpracht wieder. Von 46, 49 Farben. Total farbenfroh. Ja.
war schön im Regen und wenn es draußen kalt war. Und dann haben wir so die schönen Farben. Wunderschön. Ihr Lieben, das war's. Genug Steine, wenig Müllsteine. Ja, ich habe euch eigentlich alles gesagt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Steine müssen wir wieder wegsortieren. Aber ich überlege mir gerade, ob ich das sammle. Und dann halt vom ganzen Monat immer die Steine mache. Weil jetzt ist ja nicht mehr viel Monat. Deshalb passiert jetzt diesen Monat eh nicht mehr viel. Und von daher überlege ich jetzt, dass ich das vielleicht tatsächlich die Steine immer sammle. Ich habe ja nur genug Boxen und Becher und so. Und dann könnte ich das auch jedes Mal so machen, dass ich mir das sammle und dann in einem Ritt alles mache. Das hatte ich letztens schon gemacht mit zwei Bildern. Nee, gar drei würde ich sagen, waren das. Im Dezember. Ja, es waren drei. Das war der Leuchtturm, dann war das der Gnom und Adventskalenderbild. Genau. Das hat ewig gedauert, aber ich habe halt nur einmal gesessen. Länger. Und habe dann auch immer geguckt, dass die Farben gleich waren und dann auch gleichzeitig wechselte. Das ging schon. Ihr Lieben, so, jetzt ist aber gut. Ich freue mich, wenn ihr euch freut über das Bild. Nein, ich freue mich auch so, weil ich meiner Tochter eine Freude machen kann. Und deswegen wünsche ich euch jetzt auch einen wunderschönen Tag oder eine super tolle, ruhige, durchschlafende gute Nacht. Und hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und, oder ich wünsche mir das. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Also einen. Und wer mich noch nicht abonniert hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und dabei bitte die Glocke nicht vergessen. Ich mache jetzt Schluss mit meinem Gelaber und wünsche euch, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.